Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Minecraft. Genau. So, heute beginnen wir mal hier vom Schild von unserer Dachbrauerei. Und ja, ich habe hier noch was gemacht. Das heißt, ich habe hier noch beim Schienensystem, ja, mir noch so ein bisschen mit Aktivierungsschienen und, oh Gott, ich weiß immer nicht, wie die Dinger heißen, Detektorschiene oder irgendwie so, habe ich das hier so mir ein bisschen verlegt. Dann eine Lore draufgepackt und einen kleinen Mini-Tadeus. Na, ich finde ja immer, die Dorfbewohner sehen immer aus wie so ein Tadeus. Den habe ich da einfach mal reingesetzt und immerhin so hin und her geschickt. Kleine Idee, vielleicht wollt ihr die ja auch machen. So. Ich zoome mal ein bisschen rauszoomen, noch ein bisschen noch. So. Zack. Vielleicht seht ihr schon, was wir heute machen. Heute sind die, ja, unsere Schornsteine dran. 4 Stück wollen wir ja haben. 3 habe ich schon mal gebaut, weil sie sind alle vom Aufbau eigentlich gleich. Von daher, wir bauen heute nur einen. Und... ja. So, ich fliege einfach mal dahin. Ja, ihr seht schon, ich habe mir schon alles vorgezeichnet für auch noch ein weiteres Gebäude. Aber das alles erst in einer anderen Folge. So, wir wollen jetzt erstmal die Schornsteine bauen. Das heißt, wir brauchen ein bisschen Blockmaterial. Also, wir brauchen grauer Ton, Ziegeltreppe, Ziegelblock und Spinnnetze. Die werden wir später für den Qualm benutzen, wenn wir in den Schornstein Qualm machen wollen. So, ja, ich würde einfach mal sagen, wir fangen mit grauen Ton an. Erstmal zeichnen wir uns die Position an, wo unsere Schornsteine entstehen werden. Das heißt, wir gehen jetzt einfach von unserem ersten Gebäude, was wir überhaupt jetzt erstmal hier gebaut haben, gehen wir erstmal aus. Das heißt, von der Seite, hier an der Kante, ne, ziehen wir dann nach hinten. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Blöcke. Und dann gehen wir zur anderen Seite. Das heißt denn, 1, 2, 3, 4, 5. Nach dem fünften Block, also hier beim sechsten, setzen wir einmal. Danach zeichnen wir uns jeweils so einen kleinen Kreis. Das heißt, 5 Blöcke einmal so, dann einen schrägen, dann wieder 5 Blöcke, wieder einen schrägen, wieder 5, wieder schräg, wieder 5 und wieder schräg. Danach bleiben wir beim grauen Ton und setzen denn jetzt, sag ich mal, hinter dem Gebäude, also noch da, ne? Jeweils hier vorne bei unserem 5er, ja, die Blöcke so, dass wir in der Mitte halt eine haben, ne? Wir haben ja 5, ja, 5er genommen, das heißt, wir haben ja immer eine Mitte. Und von denen aus ziehen wir dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 erstmal so nach vorne, natürlich hier natürlich auch, ne? Fertig wäre erstmal unsere Grundposition von unserem ersten Schornstein. Nun, ja, gehen wir halt, sage ich jetzt mal, hier auf die rechte Seite, ne, wenn wir jetzt hinter dem Gebäude so gucken. Und jetzt hier bei dieser 5er Mitte zählen wir denn 1, 2, 3, 4, 5. Beim 6. setzen wir wieder ein. Ne, und dann eigentlich wieder den gleichen Kreis ziehen. Das Ganze machen wir jetzt, ja, 4-mal. So. Jo. Natürlich dann hier vorne wieder die 6 ziehen, ne? So, danach machen wir aber nicht mehr 5er Abstand, also wir gehen jetzt wieder hier an die gleiche Seite und dann zählen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Blöcke, ne? Und beim 8. setzen wir ein, da genau das gleiche Spiel, wieder so einen Kreis ziehen. Ne? Die Blöcke wollen heute wieder nicht. So, natürlich auch wieder vorne hier 6 Blöcke ziehen. Sehr schön. Danach lassen wir wieder Abstand 5 Blöcke. Ne? 1, 2, 3, 4, 5. Ne? Beim 6. dann wieder setzen. Und wenn ihr denn den, ja, 4. Kreis gezogen habt, solltet ihr eigentlich den gleichen Abstand haben zum Gebäude wie auf der anderen Seite. Upp. Wir einfach hier nochmal zählen. 1, 2, 3, 4, 5. Naja, 6 war das, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jo, das passt. Und dann werden auch erstmal die Grundrisse fertig. So, jetzt fliegen wir einfach mal hier zu unserem ersten hin. Ich würde einfach noch mir einen Geschwindigkeitstrank noch nehmen. So, damit wir das ein bisschen schneller hochziehen können. So, der Schornstein ist eigentlich in 3 Schichten aufgeteilt. Die erste,
Ne? Dann die zweite und die Spitze. So. Wir beginnen dann jetzt erstmal mit Hochziehen. Das heißt, wir ziehen das Ganze dann auf 37 Blöcke. So. Den untersten zählen wir jetzt einfach mal mit. Also 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37. Jo, das passt. So, das Ganze machen wir natürlich überall. Also jetzt nur unser Kreis und nicht diese sechs Blöcke, die wir nach vorne gezogen haben, die ziehen wir nicht auf die Höhe. Nur den Kreis. Jupp. Jupp. Naja. Ihr könnt euch ja schon mal Gedanken machen, was genau jetzt in diesen ganzen Hallen drin ist. Vielleicht auch, naja, vielleicht auch mal ein paar Vorschläge machen, was man da alles reinbauen kann, ne? Es kann auch mal was Verrücktes sein. Es muss nicht immer sein, dass wir da auch, jetzt sage ich mal, eine richtige Herstellung von dafür machen. Wir können auch irgendwas anderes mal als Easter Egg oder so reinbauen. Also, wenn es irgendwas mit, natürlich mit, sag ich mal, DAF zu tun hat, ne, können wir sowas bauen. Vielleicht habt ihr auch ein paar Folgen jetzt geguckt. Es ist ja jetzt auch bald Halloween, könnte man sagen, so bei den Simpsons. Da laufen jetzt zurzeit auch, glaube ich, Halloween-Folgen ab und an, ne? Vielleicht gibt es ja auch irgend so eine schöne Halloween-DAF-Folge. Ich weiß nicht. Ich weiß das jetzt nicht so genau, ob da wirklich eine gibt. Aber ich sag mal, viele Leute können oft mehr sehen, ne? Also, mehr Augen können ja mehr sehen. So. Oh, dann kommen wir noch zur letzten Seite unseres Kreises. Letzte Mal und dann geht schon wieder zur zweiten Schicht. So. Wenn wir das Ganze jetzt haben, gehen wir an unsere Fünferseiten und setzen da jetzt jeweils noch mal zwei Blöcke nach oben. So. So. Nun ist jetzt egal von welcher Seite wir das machen, ziehen wir jetzt innen drin noch mal ein, ja, noch mal so einen kleinen Kreis, halt immer nach innen einmal versetzt, ne? So schräg oben an der Kante. So. So. Wenn wir das haben, setzen wir jeweils hier innen drin einmal so. Jetzt habe ich hier wieder zu viel abgebaut, aber das kommt durch den Geschwindigkeitsdrang. Man bewegt sich dann immer irgendwie so schnell. Ja. Erstmal hier so in den Ecken, ne? Immer einen Block platzieren. Und dann hinter unseren Zweier immer drei Blöcke. Dass wir jetzt hier immer noch so zwei kleine Blöcke haben. Danach ziehen wir denn, sage ich mal, hinter unseren Zweier diese Dreier schon mal hoch auf eine bestimmte Höhe. Das heißt, dann ziehen wir den untersten schon mit. Also den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19... 20 Blöcke hoch. So, haben wir erstmal hier diese Dreierreihe. So. Dann halt diesen Einer hier. Ne? Und dann wieder hier unsere Dreierreihen.
wieder unsere Dreier rein. Was kommt jetzt? Ich glaube, es kommt der Einer. Genau. So, machen wir auf der anderen Seite auch erstmal noch den Einer. So. Ja, jetzt haben wir das dann erstmal hochgezogen. Vielleicht wollt ihr auch erstmal, bevor ihr jetzt ein komplett zieht, erstmal euch die vier immer auf die gleiche Höhe ziehen, ist vielleicht auch eine bessere Taktik. Und ja, das war einfach mal so als kleiner Tipp. So, danach, wenn wir das erstmal so haben, setzen wir wieder auf unsere Dreier rein. Erst hatten wir auf die Fünfer gesetzt, jetzt haben wir oben die Dreier rein und da setzen wir jeweils in der Mitte einen Block. So, danach kommt wieder das gleiche wie jetzt bei unserem ersten Teil. Das heißt, wir setzen jetzt nochmal so nach hinten versetzt so eine Reihe. So. Jetzt schlagen wir aber diese Ecken, ne, wo, was man von außen ja nicht sieht, einfach mal weg. Denn nun ziehen wir die jetzt auch nochmal hoch. Das heißt denn, jetzt ziehen wir den unteren mit. Ne? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja, 14 Blöcke hoch. So, das Ganze natürlich überall, ne? So, immer diese Dreier rein. So. So. Wir werden noch richtige Maurer hier. Oder schon eine Feder? Vielleicht beides. Schornstein, ne? Hat man ja immer viel zu tun. So, wenn wir das jetzt alles hochgezogen haben, ne, setzen wir jetzt hier in den Ecken jeweils noch 1, 2, 3 rein. Das machen wir jetzt überall. So. Hier. Und hier. Dann an diesen platten Vorderfronten setzen wir oben 3, nochmal 3 und dann 2 runter. Ja, erst so 3 schräg, nochmal 3 schräg und dann zack, 2 runter. So, hier natürlich auch. Und hier. So, dann schlagen wir das eine hintere hier einfach mal weg. Das machen wir natürlich bei jedem. Ne? So, fertig wäre eigentlich unser Schornstein an sich schon mal. Von der Höhe und so, ne? Nun könnt ihr, wer möchte, halt Spinnennetze nehmen und sich halt dann hier noch so einen Rauch basteln. Ne? Das geht dann in die Höhe, das kann immer willkürlich sein. Immer schön unterschiedlich bei jedem Schornstein. Vielleicht macht ihr die alle dann in eine Richtung, weil ich würde mal sagen, der Wind weht ja immer in eine Richtung. Und von daher wäre das dann noch ein bisschen logisch, wenn ihr dann alle Spinnnetze in irgendeine gleiche Richtung macht. Ja, so viel eigentlich dazu. So, jetzt gehen wir nochmal runter, weil da müssen wir ja auch noch ein bisschen machen. Jetzt haben wir uns ja hier diese 6 Blöcke halt hier so nach vorne gezogen. Danach setzen wir jeweils schräg nochmal einen so zur Seite. Das Ganze ziehen wir auch wieder nach vorne. Das ziehen wir nun, ja, das machen wir jetzt dreimal, also jetzt hier noch eine zweite Schicht und eine dritte Schicht drauf. Das gleiche Spiel hier von der anderen Seite. Zweite Schicht und die dritte Schicht. Danach ziehen wir hier oben auch nochmal so eine Dreierschicht drauf, also dann halt zur Seite halt, ne? So zack und zack. So, wer möchte, kann hier unten das jetzt auch noch mal so ausfüllen. So, das macht ihr dann jetzt erstmal überall bei jedem Turm, damit ihr erstmal alles gleich habt. So, Video anhalten, ne? Erstmal das machen. Vielleicht auch jetzt erstmal den Schornstein machen, bevor ihr das Video weiterguckt. So, sagen erstmal, jetzt geht's weiter. So, danach nehmen wir Ziegeltreppe. Die platzieren wir jetzt jeweils hier unten und hier oben. So, das gleiche Spiel von der anderen Seite. Erstmal hier unten und dann hier oben. So, danach nehmen wir wieder grauer Ton. Nun ziehen wir das Ganze jetzt erstmal hier auf die Höhe
naja, jetzt nicht auf die Höhe der Treppen, ne, sondern auf so eine andere, auf der Höhe hier halt. Ja, wie wollte ich das jetzt sagen? Ja, 4 Blöcke hoch. So. Ja. Dann jetzt hier nochmal 4 Blöcke und dann hier nochmal verbinden. So dass wir hier so ein Dreieck oder so eine Spitze haben. Dann hier nochmal. Dann hier an der Vorderfront nochmal einmal komplett. So. Warum machen wir uns das jetzt hier nochmal so dick? Darauf platzieren wir jetzt nochmal Treppen, so dass die halt hier in den Ecken immer so ansetzbar sind. Dann würden wir das jetzt hier nicht machen, könnten wir das halt nicht so machen. Also so. Ja, dann halt hier so weiter fortlaufend. Natürlich, denn man kann auch zuerst alle Ecken machen. Und dann hier die Vorderfront zuerst. So, dann nehmen wir uns Treppen. Wir können das natürlich auch hier oben schon mal so verbinden. Das kommt dann drauf an, wie ihr das machen wollt, in der Reihenfolge. So, und dann seht ihr ja, wo die jetzt überstehen und da könnt ihr dann einfach auch nochmal runterziehen. So, es geht halt nur darum, dass halt die Treppen halt immer so miteinander so verschmelzen und einmal so ringsrum gehen. Das machen wir hier natürlich auch. So. Aber ich glaube, die beste Methode ist halt erstmal die ganzen Ecken zu ziehen. Und dann nimmt ihr die Treppen. Ne, halt so weiter fortlaufen, ne, alle ineinander. So. Ja, danach sieht man ja, wo man ja Blöcke platzieren muss. Ne? So. So. Und so. Tja, wir könnten es jetzt schon so lassen, aber ich möchte es nicht so lassen. Das heißt, wir nehmen jetzt wieder unsere Ziegeltreppen und schlagen jetzt unten alles, was jetzt hier unten so einmal hier ist, ne, an den Seiten, das schlagen wir einmal weg. Hier, hier. So, wenn wir den untersten Block hier einmal wegschlagen. So. Weil nun nehmen wir Ziegeltreppe und platzieren sie immer einmal hier so unten an. Aber diesmal machen wir das nicht so, dass die sich halt hier so verbinden. Diesmal nicht. So. Umgedreht unten anbringen. Muss mal gucken. Hier hat man den ersten gesetzt. Den hat man so zur Seite gesetzt. Das nehmen wir dann hier natürlich auch. Ja. So. Den natürlich auch wieder so nach vorne. So. Die wieder so nach vorne und die dann wieder in die Richtung gucken. Ja, fertig wäre dann unser Schornstein noch von unten. Da ist halt dann das Feuer oder was auch immer da reingepumpt wird oder die Hitze rausgeholt wird. Ich weiß das jetzt nicht so genau. Vielleicht kann man sich das hier noch, wenn man das logisch haben möchte, hier noch so freischlagen und sich da dann Feuer platzieren oder was auch immer. Ja, das Ganze macht ihr jetzt noch dreimal, ne? Und fertig werden eure Schornsteine. So, aber jetzt fragt man sich natürlich, wozu ist der Ziegel da, der Ziegelblock? Ja, ich sag mal, ich lasse sie jetzt so, aber wer halt es mehr so heruntergekommen mag, also so ein bisschen zerfallene Gebäude oder so, der kann ja noch, sag ich mal, hinfliegen zu seinen Türmen hier und dann, also zu seinen Schornsteinen. Und dann vielleicht hier noch so ein bisschen was rausschlagen und so, da machen, dass halt die Fassade noch ein bisschen abgebrockelt ist hier so. Dass die schon ein bisschen älter sind. Das kann man ja ein bisschen überall machen. Oder auch nur ein bisschen an einigen Stellen. Dass man noch den Backstein darunter sieht und nicht den Verputz mehr. Und ja, so viel eigentlich zum Schornstein. Ne? Ihr wisst, vielleicht macht ihr euch noch rauf oben. Und ja, dann kommt doch schon bald in der nächsten Folge dieses Gebäude. Kommt vielleicht noch ein bisschen was hier hin, aber ich will noch nicht so viel sagen, was noch hier so hinkommt, also was ich noch hier hinbauen möchte. So, ja, das war's dann jetzt also erstmal. Ich würde einfach mal sagen, ich stelle mich safety hin. So, wollen wir uns mal safety hinstellen. So, das sieht ja schon fast so aus wie in der Serie, finde ich. Na, so. So will ich mich heute safety hinstellen. Und sag mal erstmal, das war's wieder erstmal von meiner Seite aus.
Schaltet ein zur nächsten Folge und haut's rein und tschüss.